Welt aus Papier. Ich freue mich, dass schon wieder einige heute da sind. Und jetzt geht es dann gleich los mit ja, einem herbstlichen Projekt heute. Ich freue mich schon total. Ich liebe den Herbst. Das ist total meine Jahreszeit. Ich mag den Frühling auch, aber der Frühling ist irgendwie bei uns immer so kurz. Nicht? Also mir kommt vor, zuerst ist ganz lang Winter, dann ist ganz lang regnerisch und kalt und bäh. Und kaum wird es warm, ist schon heiß. So geht es halt mir immer. Also mir ist irgendwie der Frühling immer zu kurz. Und von daher ist der Herbst einfach ein bisschen mehr mein Thema, weil er ja einfach fein ist. Es ist so eine angenehme Temperatur und es ist so schön außen, alles ist so bunt und so. Ah, nett halt. Ich liebe den Herbst. Hallo, hallo nochmal in die Runde. Ja, und dementsprechend freue ich mich auch schon total drauf, heute mal so richtig mit Herbstbasteln loszulegen. Wir steigen heute mal ganz gemütlich langsam ein, so eher spätsommermäßig. Zumindest sind meine vorbereiteten zwei Karten eher spätsommer, noch nicht ganz so total herbstlich. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Ne? Ja, und bevor ich jetzt richtig loslege heute, möchte ich noch mal daran erinnern, ihr Lieben, wir haben Celebration. Ich hoffe, die ersten Bestellungen sind schon gut angekommen. Bei mir ist heute ein Riesenberg angekommen. Also die Zutaten für die Probierpakete sind trudeln jetzt schön langsam ein. Und die werden wir dann verarbeiten und schnellstmöglich dann rausschicken. Es dauert noch ein bisschen, aber wir sind in Arbeit. Das wollte ich schon einmal vorab loswerden. Und dann wollte ich nur mit euch teilen oder beziehungsweise euch nochmal daran erinnern, ihr Lieben, wer auch immer zu uns ins Wunderwelt-Mädels-Team kommen möchte, sollte das tun. Es ist jetzt wirklich eine richtig gute Zeit zum Einsteigen. Und ihr findet auf meinem Blog auch alle Infos oder ihr könnt es mir ja gern anschreiben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die eine oder andere bei mir als Wunderwelt-Mädel begrüßen darf. Und von daher, nützt das super Angebot. Es kann euch eigentlich nichts Schlimmes passieren. Ich habe das ja schon ganz, ganz, ganz oft gesagt. Und es ist bei uns wirklich richtig schön. Und von daher, ja, wir freuen uns über jede, die sich traut oder über jeden. Wir warten ja schon ganz lang auf einen Wunderweltmann. Also, wenn ein Mann mal zu uns kommen mag, würden wir uns auch total freuen. Jedenfalls, ja, wer zu uns in die Gruppe möchte, bitte, bitte gerne. Wir freuen uns immer sehr. So, dann würde ich sagen, jetzt starten wir aber los. Und zwar möchte ich euch zeigen, mit was für einem ja, Projekt oder mit was für einem Produkt wir heute arbeiten. Und zwar habe ich mich entschieden für ein gar nicht so richtig typisches Herbstset, sondern ja, eigentlich ist es eher so fast ein Winterblätterset und mit den Zuzapfen. Aber das lässt sich natürlich für Herbst megamäßig verwenden. Und von daher nehme ich das Christmas Season, also scheinbar Weihnachtssaison sozusagen, wenn man es wortwörtlich übersetzen will, für Herbstkarten. Ich finde nämlich, dass das ganz, ganz super funktioniert. Auch für Herbst. Also von daher, es kommt heute das in Einsatz in Kombination mit einem für mich unfassbar gelungenem Sprücheset, das für jeden, für meine Begriffe, ein absolutes Must-Have ist, und zwar herzliche Grüße. Das ist so ein unfassbar schönes Stempelset. Ich liebe diese Schriftzüge, dass da am Anfang noch oft so ein, ja, dass so ein Hackerl noch dabei ist, dass es so einen lieblichen Schwung hat und aber trotzdem in eine moderne Richtung geht. Ich finde das wunderschön. Also herzliche Grüße wird in Kombination mit dem Christmas Season heute bei mir verwendet. Und jetzt will ich euch auch gar nicht mehr lang auf die Folter spannen, sondern ich zeige euch jetzt gleich meine zwei Karten. Und zwar Karte Nummer 1, die wir heute basteln, schaut so aus, ist relativ einfach gehaltene Karte. Das Besondere, wenn man will, zuzapfen, ist die Rollerin, stimmt, Barbara? Da sagt man Tannenzapfen, oder? Lustig. Ja. Da kriegt er durch, der Tiroler. Also, nochmal zurück zur Karte. Das Besondere ist dabei eigentlich das Einfärben der Blätter. Also, wir arbeiten heute mit Aquarellpapier. Es würde Seidenglanz auch gehen. Aber ja, ich liebe Aquarellpapier. Und
Und wir werden den Hintergrund ein bisschen prägen und ein bisschen einfärben, auch den Hintergrund, dass er nicht so langweilig ist, dass er geprägt ist und dann noch schöner rauskommt und ein bisschen die Farben von vorne sozusagen aufnimmt. Das ist also Karte Nummer 1. Siehst, die Ingeborg hat das Set gerade heute bekommen. Wunderschön, oder Ingeborg? Ich finde das total bärig. Und Karte Nummer 2 ist vielleicht sogar noch ein Touchen schlichter, aber da geht es ganz viel um das, wie male ich den Hintergrund, wie kann ich das machen, dass so Blätter wie fast wässrig im Hintergrund sind. Ich halte euch das einmal ein bisschen näher und hoffe, dass ihr das ein bisschen schöner sehen könnt. Also ihr seht schon, da sieht man es jetzt ganz super. Also ich habe ganz viele Blätter im Hintergrund gestempelt und die sind fast so ein bisschen, ja, so ein bisschen wässrig im Hintergrund. Und das gefällt mir eigentlich von der Art her total gut. Und von daher habe ich mir gedacht, die Karten, die braucht gar nicht mehr. Die ist fast wie ein bisschen wie ein Aquarellbild, so in die Richtung. Mir hat die gut gefallen, also ich lasse die ganz schlicht. Wer möchte, kann die natürlich nur aufpeppen, ganz nach seinem Geschmack. Eh klar. Also es sind nur mal so zwei Anhaltspunkte, die auch ganz wunderbar für Kartenbeginner funktionieren. Also da muss man kein Profi sein. Die gehen super leicht zum Basteln. Und von daher werden wir auch beide heute, basteln. Und wie gesagt, ich verwende heute wieder das Fluid 100, also das Wasser, das Aquarellpapier, was es bei uns bei Stampin' Up! Im Jahreshauptkatalog gibt. Das funktioniert echt spitze. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange ignoriert habe. Das Papier ist ein Hammer. Und vor allem, man kann auch wirklich richtig schön drauf stempeln. Das mag ich total. Damit das heute nicht alles ganz ewig dauert, habe ich mir ein bisschen was schon vorab zugeschnitten. Ich werde euch aber alle Maße beim Arbeiten direkt nochmal sagen. Also keine Sorge. Und ich habe mir gedacht, wir fangen zuerst einmal mit dieser Karte an. Wenn wir da so ein bisschen so quasi üben. Und damit wir jetzt loslegen können mit der Karte, habe ich mir gedacht, probieren wir zuerst noch ein Farbmuster aus, wenn man so will. Und zwar möchte ich nicht gern wieder nochmal mit den gleichen Farben arbeiten, sondern ich möchte gerne so ein bisschen Orangetöne noch mit dazu bringen. Und damit ich weiß, wie genau mache ich die Mischung, werden wir uns da auf ein Stück grundweiß, das ich verstempelt habe sozusagen, werden wir da hinten drauf das ein bisschen probieren und ein kleines Farbmuster machen. Also da könnt ihr mir direkt zuschauen, wie ich das so mache, wenn ich so Farben miteinander ein bisschen kombinieren möchte. Falls jemand diese Farbmischung gut gefällt, möchte ich euch natürlich auch sagen, was ich da verwendet habe. Und zwar sind da drinnen die Farben Farngrün, Minzmakrone und Savanne. Das sind die drei Farben, die sich da wiederfinden. Und das sind auch die Farben, die da drauf sind. Und was ich ganz faszinierend finde, ist, wie dunkel das Farngrün auf dem Aquarellpapier rauskommt. Also man würde meinen, dass das Minimum Olivgrün ist, ist es aber nicht. Das ist Farngrün. Spannend, gell? Wie das satt wird in der Farbe. Ah, Papier macht einfach viel aus, nutzt nichts. Okay, jetzt lege ich mir das gerade mal im Moment zur Seite, damit wir da ein bisschen probieren können mit den Farben. Dann testen wir uns da ein bisschen durch. Und schauen einmal, was wir da so machen könnten. Ich habe hier jetzt da zurechtgelegt nochmal das Farngrün, weil ich finde, das ist einfach total ein schöner Grünton, nicht zu kräftig. Ja, passt einfach gut. Und Mangogelb habe ich genommen. Ich habe eine Blutorange dazu genommen. Eine Terrakotta. Terrakotta ist die Herbstfarbe für mich schlichtweg. Und noch ein Savanne. Und jetzt gucken wir ein bisschen. Da nehme ich mir jetzt einfach einen Wassertankpinsel. Auch wenn der rosa ausschaut, der ist nicht rosa, also der ist wirklich weiß. Und von daher fange ich mir jetzt gerade mal mit der hellsten Farbe an und ziehe mir da mal ein bisschen drüber. Mischen wir ein bisschen von dem dunkleren dazu. Ziehen wir ein kleines bisschen noch von dem dazu. Dann schauen wir noch mit dem Grün, ob mir das da dazu gefällt. Und ein kleines bisschen noch vom Savanne. Ah, ist schon cool, oder? Also die Farbmischung ist schon gut. Ist schon gut. Ich bin gerade beim Überlegen. Ich glaube, dass das Gelb wirklich auch braucht. Braucht man das Blutorange? Ich glaube, das Blutorange lassen wir weg. Was sagt ihr?
Also das Blutorange finde ich, das braucht es gar nicht unbedingt. Das könnte man uns wirklich sparen, weil das Mangogelb mit dem Terrakotta eigentlich schon total eine gute Mischung macht. Wenn wir da noch ein bisschen das Grün dazu holen, finde ich, ist das total ausreichend für so eine herbstliche Karte. Oder? Ja, so also meine Entscheidung. Wir werden das Blutorange beiseite lassen. Ich da gerade mal schnell drüber wischen, damit wir da uns dann nicht das ins nächste Mal ins Stempelkissen drücken. Und damit können wir jetzt loslegen. So ein Traum, oder? Ach, ich liebe diese Farben. Herbst ist einfach super. Okay, also, damit wir jetzt diese Blätter machen können, nehme ich mir ein Reststückerl von dem Aquarellpapier. Das hat so in etwa die Maße 6,5 cm und ist von dem Aquarellpapier einfach so ein Streifen. Also ich habe mir die lange Seite auf 6,5 so quasi eingekürzt. Das ist einfach so ein Stückerl. Wichtig ist bei dem Restpapier, das ihr verwendet, dass ihr euch gerade einmal vielleicht das Standteil auflegt, das ihr verwenden wollt, ob sich das ausgeht. Und wenn sich das ausgeht, ist alles im grünen Bereich sozusagen. Ne? Okay, gut. Dann starten wir mal. Und zwar werde ich mir jetzt das Papier über die Breite sozusagen einfärben. Und da verwende ich total gern den neuen Wassertankpinsel, den wir haben, der ein bisschen breiter ist, weil der natürlich gerade so für so, ja, für so Hintergründe einfach total super funktioniert. Und von daher drücke ich mir da wirklich ein bisschen Wasser in die Spitze rein, in den Pinsel, also richtig so, dass man auch die Tropfen sieht. Und das darf auch ruhig schon ein bisschen Tropfen auch auf dem Papier haben, deshalb verwenden wir Aquarellpapier. Und da machen wir das ganze Papier einfach schon einmal richtig schön feucht. Und dann beginne ich wieder mit der hellsten Farbe, fahre mal da oben rein. Es darf da ruhig ein bisschen streifig sein. Dann gehe ich zu dem Terrakotta, hol mir das so ein bisschen dazu. Und alleine da zieht sie den Übergang, wie der schön ist. Schaut schon jetzt aus ein bisschen wie ein Sonnenuntergang, oder? Gerig. Dann hole ich mal ein bisschen von dem Grün dazu. Darf da rücks ein bisschen auch ineinander gehen. Und unten noch ein bisschen Savanne. Und so färbe ich mir da einfach das Papier ein. Ziehe mir das da so ein bisschen drüber. Terrakotta dazu. Es darf ruhig ein bisschen kräftiger sein. Mal schnell ausstreichen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Grün. Den Grünton auch noch kriegen. Dann brauchen wir ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Grün. So, okay. Holen wir uns noch ein bisschen Grün dazu da. Wir wollen ja schon, dass der Herbst auch noch ein bisschen grünlich ist. Und dann holen wir uns oben noch ein bisschen von dem Gelb, von dem Mangogelb dazu. Das darf da auch noch mal ein bisschen kräftiger sein. Okay, so lasse ich das jetzt einfach trocknen. Und damit es jetzt nicht ganz ewig trocknet, übrigens, wer sich wundert, ich streiche meinen Pinsel total gerne auch auf dem lila Reinigungstuch aus. Ihr seht schon, das geht total gut. Und dann brauche ich nicht ganz ewig viel Wasser rausdrücken. Ich nehme mir dann immer noch gerne ein Stück Küchenrolle. Drücke ganz am Schluss noch ein bisschen Wasser raus, sodass wirklich, falls noch irgendwo eine Restfarbe ist, dass das auch noch rausgeht. Aber das funktioniert voll super mit dem lila Tuch. Okay, gut. Damit, würde ich sagen, legen wir uns das wirklich beiseite und lassen das einfach mal so ein bisschen trocknen. Falls es zu lange dauert, dann können wir es auch noch ein bisschen föhnen. In der Zwischenzeit nehme ich mir jetzt das zweite Stück Aquarellpapier, was ich mir vorbereitet habe. Und zwar wird das jetzt der Hintergrund für diese Karte. Weil den lege ich mir im Prinzip mit den gleichen Farben an. Und das Stück Papier hat die Maße 9,5 mal 13,5. Da möchte ich jetzt, dass das nicht ganz bis ans Ende geht, sondern dass so wie da ein kleines bisschen außenrum
weiß bleibt. Das heißt, ich drücke mir da auch wieder ein bisschen Wasser wirklich auf das Papier drauf und fahre da so, ja, einfach so ein bisschen, bis ungefähr einen Zentimeter bis zum Rand, so in etwa. Das braucht auch gar keine gerade Kante sein. Drücke mir das da drauf und dann nehme ich mir ein bisschen von dem Gelb, mit dem fange ich da oben so an, mache das da so ein bisschen drauf, ziehe mir das aber auch da unten nochmal so ein bisschen her. Da ziehen wir es noch ein bisschen um, das soll jetzt nicht ganz zu extrem kräftig sein, soll eigentlich ein bisschen heller werden. Dann hole ich mir das Terrakotta noch dazu. Ah, ist einfach schön. Ich liebe das. Ist einfach total bärig. Da können wir es ein bisschen ineinander verblenden. Dann ziehen wir uns das runter und herunter setzen wir noch ein bisschen von dem Savanne dazu. Ziehen wir das da noch so ein bisschen rauf. Der Spur von dem Grün. So haben wir jetzt eigentlich da schon total einen schönen Hintergrund. Da möchte ich gerne nur, dass das da ein bisschen schöner ausschaut. Fahren wir da noch so ein bisschen entlang. Dann das ein bisschen drüber ziehen. Gerne auch mit so ein bisschen kreisförmige Bewegungen. Dann habt ihr da ein bisschen einen netten Abschluss. Und zieht die Farben wirklich so ein bisschen ineinander. Da darf es auch ruhig ein bisschen spielen. Das geht eben mit dem Aquarellpapier total super. Da kann man einfach ein bisschen mehr Wasser verwenden, kann man sich einfach ein bisschen mehr spielen. Das ist einfach schön, ich liebe das. So nett. Und das ein bisschen, ja, bis an heute der Hintergrund farblich gefällt. So in etwa lasse ich mir das jetzt. So schaut es jetzt aus. Es wird jetzt mal ein bisschen anders. Ihr seht schon, meistens wandere ich weiter nach rechts als links. Aber das ist halt so. Ja, und auch da streife ich mir jetzt den Pinsel gerade wieder aus auf meinem Reinigungsprofi. Drücke mir wieder ein bisschen Wasser raus, um die Restfarbe loszuwerden. Und dann passt es. Dann ist der Pinsel fürs nächste Mal wieder einsatzbereit. Okay. Gut, dann die Song werden wir als nächstes, das legen wir beiseite, werden wir als nächstes wirklich einmal schnell die Farben, machen wir uns da gleich die Stempelabdrücke, ist gar kein Fehler. Und zwar entscheide ich mich da jetzt für drei Farben, die ich da in den Hintergrund reinsetze und ich denke, ich nehme das Terrakotta, das Farngrün und Savanne. Da lasse ich jetzt das Gelbere, das Mango-Gelb weg. Jetzt brauchen wir ein bisschen Schmierpapier. Und da lege ich mir jetzt den Hintergrund, den wir da jetzt gerade gestaltet haben, drauf. Und dann nehme ich mir den Stempel, den ich heute verwende. Und zwar von dem Christmas Season ist es der. Also das ist der Stempel, mit dem ich heute arbeite. Und da beginne ich jetzt am besten mit was fange ich an? Ich fange mit Farngrün an. Und was ich jetzt auch noch mache, ich knicke mir mein Papier, das ich drunter habe, knicke ich mir da gerade ein Stück weit um. Also ich mache mir da gerade einen kleinen Knick, so dass ich das da bis zu der Kante ungefähr, die ich da unten ja weiß haben möchte, dass ich die so ein bisschen da runtersetze, so quasi an die Kante her, dass das Weiß abgedeckt ist mit meinem Arbeitspapier. Und jetzt nehme ich mal Farngrün, stempel das wirklich zweimal ab und setze mir es dann da so her. Okay. Und dann nehme ich mir das nächste Farngrün, stempel das wieder zweimal ab, setze es ein bisschen höher, nehme mir das Ganze nochmal und setze mir es nochmal ein bisschen höher her. So in etwa. Wenn euch das jetzt passiert, so wie bei mir da, dass ihr da ein bisschen drüber auskämmt oder dass da der ja, dass ihr halt nicht hoch genug bleibt mit dem Stempel, dann könnt ihr ja da bei dem Aquarellpapier das nochmal so ein bisschen vermalen. Also da passiert jetzt gar nicht viel, das kann da ruhig so bleiben. Okay, so, jetzt knicke ich mir da herüben auch gerade nochmal ein Stück ein, weil damit kann ich mir dann da herüben die rechte Seite auch noch so ein bisschen abdecken. Schiebe mir das praktisch da gerade so drunter. Und jetzt
mache ich mir die nächsten. Also ich fahre gerade mit meinem Stempel in den Reinigungsprofi wieder rein, so dass er schön sauber ist. Und mache mir jetzt meinen nächsten Stempelabdrücker und da nehme ich mir jetzt Terracotta. Auch Terracotta stempel ich mehrfach ab und ich glaube, Terracotta stempel ich dreimal ab und nehme erst den vierten Abdruck und setze mir den da rein. Ihr seht schon, da ist der vierte Abdruck noch leicht farbig genug. Probiere mal glatt einmal den fünften. Setze mal den fünften da her. Reicht auch. Und setze mir noch einen da so her. Okay, wieder schön sauber machen. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein kleines bisschen Savanne. Wir wollen ja auch ein bisschen den Naturton noch dabei haben. Sonst hat sie gar ein bisschen kräftig für Herbstkarten. Und auch Savanne stempel ich zweimal ab und verwende den dritten Abdruck. Zweimal. Setze mir da noch irgendwo den dritten Abdruck her. Und so lasse ich mir das jetzt gut sein. Und jetzt fahre ich nur mal ein kleines bisschen, gerade mit dem feuchten, Pinsel drüber. Und so quasi wandert uns das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund rein. Schaut super aus, oder? Ich finde, das schaut total gut aus. Und so lassen wir das jetzt einfach mal trocknen. Und wenn es dann trocken ist, dann schauen wir uns an, wie es wirkt. Okay, gut. Damit können wir jetzt schon an der zweiten Karte weiterarbeiten. Also wir arbeiten halt parallel, halt springen wir hin und her, wie es gerade, wie es uns gerade passt sozusagen. Schön. Okay, das können wir jetzt eigentlich weggeben. Schmierpapier brauchen wir nicht mehr. Und damit machen wir jetzt gerade nochmal schnell meinen Stempelabdruck sauber, weil dann kann der in der Zwischenzeit auch trocknen. Und dann widmen wir uns wieder unserem ersten Papier. Und das ist jetzt schon fast trocken. Also das hat ganz, ganz super funktioniert. Stempelkissen machen wir uns zu. Nicht, dass wir uns da noch irgendwie reintappen. Das passiert ja mir super gern, dass ich da reintapsel. Total nett. Oh, die Carina ist auch da. Wie schön. Angita, einfach dann das Video nochmal starten und dazwischen stoppen oder schreien. Sagen Sie mal, wenn ich zu schnell bin, aber ich weiß eh, ich bin da manchmal, bin ich da so in meinem Tun und dann erkläre ich euch und dann rausche ich da durch. Also quadrieren, wenn ich irgendwo zu schnell bin oder ihr etwas nur mal sehen wollt, dann bitte gerade sagen. Okay, so, jetzt nehme ich mir mein Mini und bei meiner Mini stanze ich mir jetzt die Blätter aus. Und jetzt, bevor ich jetzt die Blätter ausstanze, dann kann das nämlich nur ein kleines bisschen trocknen, weil ein bisschen feucht ist es noch, möchte ich euch gern was berichten oder möchte ich gern mit euch über was reden. Und zwar hat mich gerade diese Woche wieder eine meiner Kundinnen angeschrieben und hat mir erzählt, sie hat so Schwierigkeiten mit den Acrylplatten, weil sich die so ein bisschen biegen. Und ich nehme jetzt da gerade einmal meine weiße Platten. Also meine weiße Platten ist auch ein kleines bisschen gebogen. Aber ihr seht schon, ich halte jetzt das gerade einmal drunter. Dann sieht man, glaube ich, ganz gut, dass meine Acrylplatten auch ein bisschen gebogen sind. Und die weiße Platten auch. Das ist an und für sich ganz normal. Also solange sich das noch in so einem Maß bewegt, wie bei mir da jetzt, wo das noch nicht, also wo es schon ein bisschen gebogen ist, aber jetzt nicht irre viel, da ist das wirklich normal. Also das ist einfach bei den ganzen, der Druck, der sich da ausübt, da fängt es leicht an zu schüsseln. Aber man kann dem Ganzen eigentlich am allerbesten so entgegenwirken, dass man immer wieder einmal, wenn man etwas durchdreht durch die Maschine, dass man wirklich immer wieder die Teile dreht. Also auch die auf den Bauch drehen und auch die Schneideplatte auf beide Seiten drehen. Interessanterweise ist bei mir die Schneideplatte meistens die, die am geradesten ist. Also wirklich immer wieder drehen, drehen, drehen und auch bei den Obern. Was mir aufgefallen ist, und das ist, wie soll ich sagen, also ich weiß, dass man drehen, drehen, drehen muss und dass wenn etwas leicht schüsselt, dann könnte der Eindruck entstehen, es wäre zu einseitig verwendet. Das ist aber gar nicht immer der Fall. Sondern was mir aufgefallen ist, wo es oft ein Problem gibt, ist,
wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und da mein Papier drauf gebe und ich gebe jetzt da mein Stanzteil drauf, das ich ausstanzen möchte, positioniere mir das Ding ein bisschen schräg, damit es nicht so langweilig ist, und ich lege mir jetzt meine Acrylplatte drauf und fahre so quasi durch. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, jetzt ist es durchgestanzt an der Stelle, jetzt ist es aber da noch rechts rüber, eigentlich mehr Weg, als wenn ich es wieder nach links so quasi rausschiebe. Weil es ist ja kein Problem, dass ich das Ding so quasi wieder nach links rausschiebe. Das ist ja das an und für sich das Feine bei den händischen Stanzmaschinen, dass ich in beide Richtungen arbeiten kann, wie ich mag. Was mir dabei aufgefallen ist, ist aber, wenn ich es nur zur Hälfte reinschiebe und wieder retour fahre, damit so quasi, oder nur ein Drittel rein und wieder retour, dann ist mir aufgefallen, dass sich die Dinger viel mehr schüsseln. Also dann biegen sich die viel mehr, als wenn ich die ganze Runde retour fahre. Das ist manchmal vielleicht auch etwas, was ein bisschen helfen könnte. Und deswegen wollte ich euch das unbedingt sagen. Also nicht nur das Drehen ist auch wichtig, aber es ist auch wichtig, dass ihr die ganze Strecke entweder nach rechts fahrt oder die ganze Strecke nach links. Also nicht ein Stück rein und wieder retour raus. Das ist eine meiner Erfahrungen mit den Maschinen. Schaut mal, wie cool das jetzt ausschaut, oder? Ist das Plattel nicht schön? Total bärig, oder? Total cool. Ja, und das zweite lege ich mir jetzt vielleicht umdrehen drauf. Mal schauen, wie kriege ich den am meisten raus. Ich glaube so. Ich hoffe mal so und dann hoffe ich, dass ich nur ein drittes rauskriege. Bin ja da. Ich möchte ja, dass drei rausgehen, klarerweise, nicht? Das ist mein Stück Papier aus meinem schönen. Mal das noch ein bisschen da drauf schieren. Mal da schön sparsam arbeiten. Okay, also jetzt fahre ich ganz durch, damit ihr seht, was ich meine. Und was auch hilft, das mache ich bei meiner großen immer, also meine große Stanzmaschine, da lasse ich wirklich die Platten eingespannt. Also meine kleine ist ja deshalb für mich so super fein, weil ich die da einfach auf meinem Arbeitsplatz da vorne stehen habe und da habe ich jetzt nicht so viel Platz, dass ich die offen stehen lassen kann. Deshalb liebe ich das sehr, dass ich die eben zusammenklappen kann und die da wirklich sehr sparsam verstauen kann. Das hat den Nachteil, also der Vorteil ist, es ist schön verrannt, der Nachteil ist aber, dass ich nicht dass ich praktisch die Platten nicht eingespannt lassen kann bei der Hälfte, wo es dann quasi den Druck hat, dass es nach unten drückt, dann bleiben sie auch schön gerade. Damit sind halt die ein bisschen gebogen. Ich kann mit dem ganz gut leben und wenn es mich zu sehr nervt, finde ich es auch immer fein. Sieht denn der Gangerl immer schön durchdrehen. Ja, wir drehen jetzt alle durch. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Ah ja, genau. Okay, also bei meiner großen lasse ich sie immer eingespannt. Und da seht ihr dann auch, also wenn das schön eingespannt ist, dann sind auch die Platten schön gerade. Also die bleiben dann wirklich super gerade. Das, auf die stehe ich total. Und ja, bei der großen habe ich den Platz da. Ich finde das angenehm. Die muss ich nicht einklappen so quasi. Und bei der kleinen kann ich damit leben. Und wenn es mir zu, ist schon gut, Siedchen, und wenn es mir zu bunt wird, wenn es mir zu schüsselig ist, dann finde ich das Feine bei Stampin' Up, dass man alle Teile als Ersatzteil ja wieder kriegt. Und die kosten auch nicht die Welt zum Glück. Schön! Okay, so, damit hoffe ich, habe ich euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben, so quasi in das, wie man mit seinem Maschinchen ein bisschen besser umgehen kann. Und jetzt schauen wir aber, dass wir da unsere Karte weiter basteln. Gut, wir haben jetzt also die zwei Blätter, die ich übrigens in der Orange-Grün-Variante auch total schön finde, oder? Sind doch pfiffig auch, oder? Was sagt ihr? Mir gefällt das super. Und da habe ich mir natürlich auch schon vorbereitet den Aufleger, also der weiße Aufleger. Der hat jetzt das Maß 13,5 mal 9,5. Da ist kein drittes Blatt, Sandra. Das dritte Blatt, das behalte, also das Stückerl, behalte ich mir auf. Ich würde ein drittes Blatt rauskriegen, glaube ich. Muss ich dann da raus noch ein bisschen nachfärbeln, aber es geht sich aus. Oder aber ich stanze da dann was anderes aus. Also für meine heutige Karte braucht man zum Glück gleich zwei Blätter. Aber ist bärig, oder? Ich liebe das. Ich finde sowas so bärig, ich kann nicht helfen. Sieht jedenfalls besser als das Grüne. Schau, wie super.
Ah, Petra, das mit 3D-Prägefolder, das ist total doof, aber das kann natürlich auch passieren, dass sich der biegt. Da dürften Sie aber dann nicht ganz die ideale Sandwich-Mischung erwischt haben. Also nicht ganz ideal zusammenbaut. Ansonsten sollte das eigentlich nicht passieren. Sollte eigentlich gut funktionieren mit 3D-Prägefolder. Okay, also Auflage wisst ihr jetzt, das sind, was habe ich gesagt, 9,5 mal 13,5. Dann braucht es ein Stückerl Vanillepur. Das hat jetzt in meinem Fall 5 cm mal 10, so habe ich da geschnitten, 10,2. Kann aber auch 10,3, 10,5 sein. Nur ein bisschen höher als der Aufleger ist. Kann auch 10 sein, weil wir haben ja da 9,5, also ist auch gut. Und jetzt nehme ich mir da einen der neuen 3D-Prägefolder, und zwar das Vintage-Textteil. Und da lege ich mir das jetzt eine an irgendeine Stelle. Was nehme ich für eine? Nehme ich mal die da rüben. Und dann schauen wir uns jetzt gleich an, wenn wir schon dabei sind, wie der 3D-Prägefolder in die Stanzmaschine muss. Und zwar braucht man für den 3D-Prägefolder, das sind ja die dicken, brauchen wir nur die Grundplatte, also nur die 1er Platte, und wir brauchen dazu die dunkelgraue Viererplatte. Früher war das die dunkelgraue Viererplatte, früher war es die blaue Platte. Also wir haben im letzten Katalog oder im vorletzten Jahreskatalog war diese Platte blau, hat aber dieselbe Stärke. Ja, und dann lege ich das einfach miteinander da rein und mehr braucht es da nicht. Und da merkt es aber dann auch, das lässt sich da wirklich recht leicht durchkurbeln. Also das geht nicht schwer, sondern das geht wirklich relativ leicht zum Durchkurbeln, was bei der Maschine sowieso super ist, weil die irgendwie so eine Übersetzung drin hat. Die funktioniert wirklich richtig gut. Und das war es dann auch schon. Dann setze ich mir da meine Platten wieder zusammen, kurbel die wieder bis zur Hälfte rein. Und so lasse ich sie stehen, meine gute Maschine. Gut, jetzt haben wir dort da das geprägte Teil. Und damit jetzt das, so wie da, ein bisschen Färbung hat, kommen unsere Kreiden ins Spiel. Also unsere Kreiden finde ich ja wirklich total super, auch wenn ich sie momentan in die Videos noch gar nicht so viel verwende. Aber die sind wirklich cool. Und die lassen sich natürlich gerade zum Einfärben für so geprägte Hintergründe total perfekt verwenden. Und da fahre ich mir jetzt wirklich mit der roten drüber, nehme sie über die ganze Länge und fahre ganz sachte drüber. Also mit wenig Druck, Mädels, bloß nicht zu viel Druck und Jungs, gerade sachte drüber streicheln sozusagen. Also seid zart mit eurem Papier. Und dann nehme ich mir noch den dunkleren Gelbton und auch mit dem fahre ich jetzt ein bisschen drüber. Da darf es ruhig ein bisschen mehr Druck sein. Und dann nehme ich meinen Finger und verwische das da noch so ein bisschen. Und dann habe ich da eine total schöne Färbung drauf. Bei dem übrigens, falls sich wer gefragt hat, da habe ich das dunkle Grün genommen und das helle Gelb ist da drauf. Okay, ich mag noch ein bisschen mehr Rot. Ich fahre da noch mal ein bisschen mit dem Rot drüber, damit das ein bisschen orangiger wird. Okay. Und dann passt das, würde ich sagen. Sehr, sehr cool. Ich finde, das funktioniert so super da zum Einfärben, oder? Schaut mal, wie das genial ausschaut. Ist das nicht cool? Ich finde, das wirkt total cool. Und da drauf dann diese Blätter, wie das schön ist. Herrlich, oder? Mega. Okay, und jetzt werden wir uns da einfach bei dem Streifen, so wie er ist, schneiden wir uns da jetzt auf der linken Seite einen halben Zentimeter runter. Und die behalte ich mir aber wirklich genau so, wie ich sie da habe, nehme ich an. Und dann klebe ich das auf meine Karten, auf meinen Kartenaufleger drauf. Ganz schlicht, mit ein bisschen Dombo. Ich beginne da übrigens mit dem Schmalen, weil der Schmale außerhalb ist.
Und dann kann ich mich dort schön orientieren. Da gebe ich gerade ein kleines bisschen Tombow drauf. Setze mir den da auf meine Karte drauf, so mit in etwa demselben Abstand, wie der Streifen hat. Also so ungefähr einen halben Zentimeter. Wer will, kann sich auch da an die Kastel orientieren. Dann seid ihr ganz gerade. Das geht auch mit unserem karierten Papier total super. Man sieht genau, ob ihr da geradeaus unterwegs seid. Und dann nehme ich mir den zweiten Teil und den klebe ich mir dann in dem Abstand hin, wie ihr das halt hübsch findet. Ich habe da einen Abstand ein bisschen kleiner gemacht, als da die Breite vom Streifen ist bei meiner ersten Karte. Und das finde ich jetzt beim zweiten Mal auch schön, wenn das da ein bisschen schmäler ist, dass so quasi da außen ein bisschen ein größerer weißer Rand ist als da drinnen. Das finde ich gut. Und dann kann man das, was da drüber aussteht, ganz wunderbar abschneiden. Jetzt habe ich da natürlich ein bisschen Kleber auf meinem Papier. Aber dann werden wir gleich wegradieren, damit wir den dann nicht auf unserer Karten haben. Und das wollen wir ja nicht. Okay, so. Gut. Und dann werden wir uns da das Teilchen, das alles, was da drüber steht, schneiden wir uns einfach ab. Dutti Bene. Sehr gut. Hören wir auf. Okay. So. Und schon haben wir das da genau richtig. Ich mag das immer wirklich total gern, wenn das ein kleines bisschen da drüber steht und wir das mit der Schere abschneiden können, weil es dann total schön bündig ist. Also ich finde immer, wenn man es auf dieselbe Höhe abschneidet, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass ein kleines bisschen weiß noch ausschaut. Und ich finde aber, gerade wenn man so einen Aufleger macht oder so einen Zierstreifen macht, der wirklich gleich hoch ist wie der Aufleger, dann ist es ganz schade, wenn das ein kleines Stickerl vorher aufhört. Also lieber ein bisschen drüber stehen lassen und händisch abschneiden, finde ich gescheiter. Gut, und jetzt müsst ihr euch eigentlich gerade überlegen, wie ihr die Blätter anordnen wollt. In meinem Fall möchte ich jetzt auf jeden Fall die mit der hellen Spitze oben haben und die mit dunkel eher weiter unten. Und da habe ich noch ein kleines Stickerl Papier. Das müssen wir dann nach hinten geben. So. Und so klebe ich mir das da auf. Und ich klebe mir es so auf, dass das da so quasi hinter dem Blattl weiter wächst. Das heißt, ich beginne mit dem oberen, weil das unten drunter ist. Gebe ein kleines bisschen Dombo drauf, wenn er raus mag. Da braucht es jetzt nicht sehr viel, gell? Das ist ja, muss ja nichts heben, so quasi kein Gewicht halten. Und dann setze ich mir das da so her, wie ich das gerne möchte. Ein kleines bisschen lasse ich es da ins Weiße rausschauen. Und den zweiten, den hätte ich gern, dass der ein kleines bisschen erhöht ist. Und von daher, da habe ich ihn angeklebt mit Glue-Dot. Ich finde, die Glue-Dots sind fast ein bisschen zu wenig hoch. Von daher nehme ich jetzt diesmal Mini-Dimensionals. Klebe mir also da jeweils bei jedem Blatt ein Mini-Dimensional hinten drauf. Dann wird das wunderbar halten. Ziehen wir uns da die Schutzfolien ab. Dann sollte das klappen. Na, jetzt aber. So, manchmal heben die Schutzfolien, oder? Manchmal sind das richtige Biester. Beira. Oder geht es da bei mir so? Bin ich da so batschert? Wie schaut es aus, Mädels? So, jetzt setzen wir uns das da drauf. Das drehen wir jetzt natürlich so, wie ich es da gerne haben möchte. Dass da, ich möchte auf jeden Fall, dass der untere Zweig da so quasi weiter wächst. Von daher kommt das bei mir so. Schaut schön aus, oder? Mir gefällt das. Ich finde das total entzückend. Okay, und damit brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den Spruch. Beim Spruch, ich muss jetzt nochmal schnell schauen, aber. Ah, der herzliche Grüße geht sich so gerade und gerade nicht aus. Der gefällt mir auch gut, aber in dem Fall bleiben wir jetzt bei alles Gute. Und da nehme ich mir jetzt als Farbe, ich glaube, Terrakotta. Und jetzt schauen wir aber zuerst, was wir aus unten für einen Aufleger machen. Ich habe mir da mal zwei Aufleger zurechtgeschnitten. Einmal entweder Terrakotta, was ich schon für herbstlich total hübsch finde. Also das Terrakotta finde ich so, so, so fesch. Schaut doch total gut aus, oder? Oder aber, wir betonen mehr das Gelbliche
und geben drunter das Mangogelb. War auch schön. Ist vielleicht nur eine Spur harmonischer. Was sagt ihr? Terrakotta oder Mangogelb? Das Terrakotta ist halt nur eher so ein bisschen sommerlicher als Mangogelb. Das Terrakotta ist schon schön, gell? Das macht es halt richtig herbstlich. Seid euch wieder einig. Terrakotta, Mangogelb. Mangogelb, Terrakotta. Ihr seid echt der Hit. Mangogelb, Terrakotta, Mango. Mango. Oh, Mango scheint davon zu ziehen. Ja, gern geschehen, Katharina. Oh Mann, ihr seid echt eine Hilfe. Die Hälfte ist für Mangogelb und die Hälfte ist für Terrakotta. Christine, beide. Super, Christine, danke. Okay. Ich glaube, die Mehrheit ist für Mangogelb, so ums Kennen. Die Rita Grün, haut's mir. Die Rita, die sagt gleich, dann halt ganz anders. Wäre auch eine Möglichkeit. Übrigens, Savanne hätte ich auch noch. Was sagt ihr zu Savanne? Nur damit ihr euch jetzt vollkommen verwirre. War auch schön. Himmel, irgendwie ist alles schön im Herbst, oder? Was sagt ihr? Ich finde es total knaller. Jetzt sind wieder alle für die Terrakotta. Nö, Fahrt. Okay, also. Savanne ist ausgeschieden. Ich sehe schon. Oh, ich kann mich echt schon entscheiden. Aber mir ist. Ich finde das Mango. Das Mango ist halt einfach ein bisschen sonniger. Aber das Terrakotta ist schon echt auch total schön. Himmel! Okay, Terrakotta, Terrakotta, Mango, 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 Terrakotta. Ja, okay. Oh! Was tue ich denn? Ich nehm Terrakotta. Okay. Schwere Geburt. Na, das Ganze in Terrakotta abstempeln, das alles Gute. Also, wenn es euch auch so geht wie mir, dann Mahlzeit. Dann haben wir es ja bärig. Gut. Einmal da drauf. Und die Tupfen, die übrigens auch in dem Christmas Season sind, die stempeln wir jetzt dafür im Mangogelb. Dann ziehen wir das Mango da nochmal ein bisschen drüber. Aber auf jeden Fall den zweiten Stempelabdruck, auf gar keinen Fall den ersten. Sonst wird uns das, glaube ich, zu kräftig. Genau, der zweite reicht vollkommen aus. Gut. Nett, oder? So Tupfen gehen halt alle weg, gell? Sprutzler Tupfen, das ist einfach immer schön. Schnell wieder zu machen. Okay. Schaberige Karten. Also, ja, Herbstfarben heute. Halt. Das sind halt total meine Farben. In der Zeit. Es ist ja so, ich mag ja weiß und rosa und gold und weiß und Ding auch total gern. Weiß und grün. Total super. Aber im Herbst ist halt alles, was so die orange-dünne, erdige Düne, Himbeerdüne im Herbst. Traumhaft. Also der Herbst ist halt einfach, ja, der Künstler in den Jahreszeiten, oder? Sagt ihr. So, das Ganze setzen wir uns jetzt aber auf eine weiße Grundkarte. Oder nehmen wir jetzt die Vanillepur-Grundkarte. Ich nehme gleich die Vanillepur-Grundkarte. Die finde ich da jetzt passender, stimmiger dazu. Dann setzen wir halt die andere auf weiß. Okay. Setzen wir uns da ganz schlicht mit Tombow drauf. Und schon schaut das Ding echt hübsch aus. Ich liebe es. So schöne Karten. Brauchen wir noch ein bisschen Klimbim? Klimbim geht einfach immer. Und ich bin wieder bei unserer Herbstmischung. Ihr seht schon. Und da nehme ich mir jetzt, schau wie lustig, da haben wir jetzt wieder genau das Mangogelb. Und das passt uns da jetzt natürlich perfekt, bitte. Wie perfekt ist denn das? So, zwei Glitzis, fertig. Ich bin total happy mit der Variante. Und, was sagt ihr? Ich finde die beide total schön. Herbstlicher ist natürlich die Variante. Die ist ein bisschen Spätsommer. Aber ich finde sie beide volle hübsch. Oder, was sagt ihr? Die Mandy-Ski. Mandy, so lieb. Okay,
dann die Song. Wagen wir? Sittchen hat 20 Sätze, alle ohne Tupfen. Sittchen, das ist ein Fehler. Ah, fein, freut mich total, Karin. Gerlinde, wie lieb. Super, freut mich. Freut mich, dass es euch gefällt. Okay, dann die Song, starten wir in die zweite Karte. Die ist jetzt nämlich in der Zwischenzeit auch trocken. Und schaut mal, wie schön der Hintergrund dazu ist. Seht ihr, wie das auf einmal nach hinten eine verschwunden ist? Gerade die Savanne, wie sich das nach hinten gezogen hat. Klasse, oder? Das kriegt so richtig einen 3D-Effekt. Durch das, dass die Savanne, das wandert so in den Hintergrund, das ist echt herrlich. Cool, gell? Ganze Spur ist noch feucht. Ein bisschen werden wir es anföhnen. Zwar jetzt wahrscheinlich ein bisschen laut, aber es braucht es. Ganze Spur ist noch. Sonst verwascht uns nämlich der Stempelabdruck und das wäre nicht schön. Das soll ja da schon ja, einen schönen Stempelabdruck geben. Also, und wenn ihr übrigens Papier föhnt, gell, zum Trockenföhnen, immer hinten und vorne föhnen und immer auf Stufe 1. Also nicht auf Stufe 2, sondern immer auf Stufe 1 bleiben beim Föhnen. Sonst gibt es da wirklich ein Problem. Okay. Und wenn man es hinten und vorne föhnt, dann verzieht sich nämlich das Papier nicht ganz so stark. Bis sie verziehen tut sich immer. Weil das natürlich Wärme, also die Wärme vom Föhnen und die Nässe ist natürlich für Papier schon, ja, also nur viel mehr quälen kann man Papier fast immer. Aber es muss jetzt einfach ein bisschen schneller gehen. Manchmal muss ein bisschen geföhnt werden, das nützt einfach nichts. Das wäre mit den Haaren. Die Haare mögen auch Luft trocknen, eigentlich lieber als föhnen. Vielleicht sollte ihr mal einen Dyson-Föhn holen. Der soll ja scheinbar gut sein für die Haare. Vielleicht ist er auch gut fürs Papier. Schön. Gut so. Aus die Maus. Das muss reichen. Okay, jetzt ein kleines bisschen ist jetzt natürlich, das Papier hat jetzt einen kleinen Schwung, logischerweise. Das Bier geht dann einfach ein bisschen mit den Fingern. Versuche dem ein bisschen entgegenzuwirken. Da muss man es jetzt wieder ein bisschen streicheln, sozusagen, das Papier. Ne? Das mag das einfach nicht so gern. So ein Geföhne findet jetzt das Papier einfach nicht so supi. Okay. Die Jutta Nebelig wirkt, das finde ich auch. Ich finde das total schön. Aber wie sonnennebelig. Okay, gut. Dann lege ich euch jetzt die ein, damit ihr seht, was wir machen. Und da stempeln wir jetzt die Blätter. Puh, schwierig. Ich glaube, die stempeln wir jetzt in der Terrakotta. Weil da braucht es jetzt wirklich eine dunkle Farbe. Obwohl, nein, ich nehme wieder das Grün. Aber ich lasse mal das Terrakotta offen. Ich nehme wieder das Farngrün zum Stempeln, weil wir dann mit dem Terrakotta und mit dem Mangogelb noch ein bisschen die Farbe einholen können. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Also wir nehmen wirklich also mein Farngrün ist gut gefüllt, gell, mit Tinte. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Aber da nehmen wir jetzt auf jeden Fall den ersten Abdruck. Und da fahre ich jetzt bis ganz herunter von der Karten, setze mir das da drauf, nimm mir den nächsten. Und den setze ich mir jetzt da rüben an, wieder da bei dem Blatt sozusagen, weil ich möchte wirklich, dass das da wie so ein großer Ast wird. Und einmal da herüben. Und damit stempel ich mir da so quasi so einen größeren Busch, wenn man will, aus dem Stempelding. Also ihr seht schon, da ist mein erster Abdruck, da bei dem Blatt habe ich einen zweiten angesetzt und bei dem Blatt habe ich darüber einen dritten angesetzt. Irgendwas hat die Kathi Lustiges gesagt? Die Mandy durchsucht auch irgendwas. Ach, hat die Mandy auch keine Tupfen oder wie? Gibt's ja nicht. Habt ihr alle keine Tupfen? Das darf nicht wahr sein. Okay, schön. So, jetzt hole ich mir ein kleines bisschen von dem Terrakotta. Das heißt, da mache ich mir das wieder auf. Farngrün machen wir zu. Und das Mangogelb machen wir uns nochmal auf. Und da. Nehmen wir uns jetzt den Wassertankpinsel und da nehme ich mir jetzt einen mit ein bisschen einer feineren Spitze. Also nicht ganz, ganz eine große Spitze, sondern eben eine feinere Spitze. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Stückerl Küchenrolle. Wo ist denn? Ah, da. Also ich schaffe es ja momentan immer, dass ich mein Zeug verlege. Okay.
So, ein Stück Frikole. Und jetzt wollen wir natürlich dem Blatt nur ein bisschen Herbst einhauchen, nicht? Weil so ganz grün war es jetzt nicht besonders herbstlich. Nicht? Und von daher nehmen wir jetzt ein bisschen von dem Mangogel und fahren wir da heraus auf die Spitze her, wo das Grün so ein bisschen durchbrochen ist. Und holen mir aber auch noch ein bisschen Mango, ein bisschen Terrakotta. Darf da ruhig ein bisschen gemischt sein. Und ziehe mir das aber über das Blatt nochmal da so ein bisschen drüber. Und so ziehe ich mir über jedes Blatt ein bisschen Farbe. Es kann das eine auch wirklich nur Mangogelb sein, das andere kann auch wirklich nur Terrakotta sein. Das könnt ihr einfach ein bisschen mischen. Aber so, dass man halt, dass so quasi der Herbst auf dem Blatt da ein bisschen eingezogen ist. Und die Farbe da eben, wie gesagt, über das ganze Blatt drüber, weil mir das schon wichtig ist, dass das ganze Blatt da wirklich schön rauskommt. Und dann kriegt es halt nochmal so ein extra, es wird halt nochmal so extra schön, weil sich das Grün nochmal ein kleines bisschen anlöst. Und ich lasse dann manche vielleicht auch ein bisschen grüner, die müssen nicht alle so ganz, ganz bunt werden. Dann ziehen wir da nochmal ein bisschen Terrakotta mal von unten her. Darf ja ruhig ein bisschen unterschiedlich sein. Und so seht ihr jetzt schon, so wird jetzt das ganze Blatt nur mal richtig schön. Weil so richtig, ja, es tritt mehr in den Vordergrund und es kriegt einfach, es wird nochmal so aquarelliger irgendwie. Okay. Da unten, da darf ein bisschen mehr von dem Terrakotta her. Und da fahren wir gerade wieder so drüber. Und da nehmen wir mal wieder ein bisschen von dem Mangogelb. Auch. Und so fahre ich einfach über alle Blätter einmal ein bisschen drüber. Und dann kriegen die so richtig eine nette. Wird es halt herbstlich. Und heben sich vom Hintergrund nochmal schön ab. So. Darf auch ruhig einmal die Hälfte sein und dann den Rest gleich noch mit klarem Wasser vermahlen ein bisschen. Und so schaut es jetzt aus. Das ist also jetzt mein herbstlicher Blätterbusch, wenn man so will. Schaut doch schön aus, oder? Sagt sie ja. Im Hintergrund die anderen Blattel, das gefällt mir voll gut. Schön. Sagt sie selber noch bei den Tupfenmädels, das darf es nicht geben. Im Chat reden die nur von Tupfen. Okay, so, jetzt brauchen wir da nochmal natürlich schön einen Spruch. Und den Spruch, da schaue ich jetzt zuerst wieder wegen der Mattung, was wir uns drunter legen. Also, wir haben nach wie vor als Mattung zur Verfügung das Mangogelb. Schaut jetzt da einmal gut aus. Oder aber, wir sind nach wie vor bei dem Savanne. Okay, Mädels. Ihr dürft es nochmal entscheiden. Findet ihr da drunter jetzt Savanne schöner? Das wäre bei der Originalkarte. Oder findet ihr da drunter jetzt das Mangogelb schöner? Jetzt bin ich aber ehrlich gespannt. Bei der finde ich, da ist die Wirkung nämlich alle für Mango. Ich finde es so lustig. Ich finde da aber das Terrakotta, das Savanne tatsächlich auch nicht schlecht. Gefällt mir schon auch. Sie trinkt vor der Savanne besser. Mango bitte, sagt der Hasenfuß. Andrea und Elke sind auch für Mango. Sie trinken, wir stehen alleinig da mit unserem Savanne. Sandra ist für Mango. Also, offensichtlich seid ihr für Mango. Christine sagt nichts mehr. Christine, bitte her mit ihrer Meinung. Savanne, Savanne. Okay. Mango, Mango, Savanne. Okay, Mango. Mango gewinnt. Okay, also es wird Mango. Natürlich ginge da drunter jetzt der Terrakotta auch, eh klar. Ich halte es euch einmal drunter. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber der Terrakotta wird jetzt nicht zweimal zugeschnitten, sondern einmal so. Und damit wird es da jetzt eindeutig Mango, weil es eh wunderbar passt. Passt, genau. So, das kleben wir uns da wieder ganz plan auf. Mal Klinge nicht mehr scharf. Dass wir da die Fusseln da unten rein verschwinden lassen. Okay. Jetzt seht ihr schon, das Papier ist da natürlich noch ein kleines bisschen gewölbt von vorher. Also drehen wir uns die ganze Hitze um und streifen das gut mit dem Falzbein drüber.
damit sich das da gut verklebt. Und dann, wenn die zwei miteinander gut verklebt sind, dann seht ihr bei mir, da ist jetzt einfach nur eine leichte Biegung. Gell? Das ist einfach durch das, dass das Papier, so wie gesagt, vorher von Hitze und Nässe, verbirgt sich das ein bisschen. Ihr kennt das jetzt, sobald es auf einen Unterleger aufgelegt ist, nur mal ein kleines bisschen gerade biegen. Also dem ganzen Bug so quasi ein bisschen entgegenwirken. Und ihr werdet das dann merken, wann der Zeitpunkt ist, wo das dann fast plan wieder auf dem Papier liegt. Und wenn das ist, dass ihr das Gefühl habt, jetzt liegt es eigentlich wieder relativ gerade, ganz, ganz, ganz gerade wird das nicht mehr. Das ist ganz normal. Aber wenn ihr das Gefühl habt, jetzt ist wieder relativ gerade, dann kleben wir es auf die Grundkarte drauf. Dann passt das gut. Also da lasse ich mir auch wirklich die Zeit, da birge ich wirklich ein bisschen und vor da streichel da ein bisschen drüber und drücke immer hinter ein bisschen dagegen und vorne ein bisschen dagegen, so lange bis ich das Gefühl habe, jetzt wird es wieder glatter. Okay. Gut. So in etwa. Schaut es jetzt bei mir schon recht gut aus. So kann man es auf jeden Fall lassen. Jetzt brauchen wir da noch einen Spruch. Und den Spruch stempel ich mir in dem Fall jetzt auf jeden Fall in Farngrün. Nimm da jetzt mal schauen, ob da das herzliche Grüße hergeht. Ja, hippie! Da setzen wir da jetzt das herzliche Grüße drauf. Ja! Sehr cool. Kleines bisschen mehr Farbe hätte es vertragen, aber es ist ganz gut. Wenn ihr das auch habt, gell, dass manchmal so ein Stempelabdruck so fast eine Spur zu dünn ist, dann ist total praktisch, wenn man unsere Stampin' Right Marker hat, weil dann kann man dort und da noch mal ein bisschen drüber fahren und kann den Spruch so quasi noch mal ein bisschen verstärken. An die Stellen, wo einfach die Tinte ein bisschen zu schwach drauf war, wenn man so wie ich jetzt nicht vorher geschaut hat, ob wirklich der Stempel schön benetzt ist, manchmal vergisst man das. Dann kann man da noch mal ein bisschen nachmalen, wo es not ist. Und dann wird es ein bisschen kräftiger wieder. Dann schaut das gut aus. So, jetzt hebt er sich schon viel schöner aus als wir vorher. Einfach ein bisschen kräftiger. Okay, der kleine Monk in mir kommt da jetzt wieder zum Vorschein. Gell? Aber ihr kennt das eh schon. Und jetzt kleben wir uns das in dem Fall auf die weiße Grundkarte, weil die Vanille-Grundkarte haben wir ja bei der anderen Karte hergenommen. Dann wird die jetzt weiß, passt aber auch. Dann brauchen wir Glitzi. Ohne Glitzi geht einfach nichts. Oh, der Carina gefällt's. Das freut mich, Carina. Das freut mich sehr. Okay. Schön andrücken. So, kommen wir da nochmal drüber. Oh, mir gefällt die auch. Die schaut so sonnig aus, so fröhlich irgendwie. Und bei der können wir jetzt auch nochmal die Herbstmischung nehmen. Schauen wir mal, ob da die roten zu viel sind. Nein, finde ich gar nicht. Oder? Sollen wir die gelben nehmen? Oder die orangen? Sind ein bisschen gefälliger, gell? Irgendwie sind die ein bisschen, springen noch nicht ganz so an. Nehmen wir mal Orangen. Zwei Orangen links, zwei Orangen rechts. Und die Daniela ist glücklich. Yeah, so mag ich das. So, das war also Karte Nummer 2. Heute mal ohne Wink auf Stella, was sagt es jetzt da dazu? Aber im Herbst kommt der Wink auf Stella meistens ein bisschen kürzer. So, okay, Sonnenuntergang im Herbst, ganz genau. Schön, gell? Also ich finde beide Varianten wirklich total klasse. Mir gefallen sie beide gut. Ah, die Monika fragt, wo man die Glitzis findet. Im Jahreshauptkatalog, Monika. Und zwar gibt es die ist wirklich die heißen Straßschmuck Herbst oder so. Herbst-Winter, glaube ich, heißen sie. Jedenfalls im Jahreshauptkatalog beide Accessoires. Schön, ihr Lieben.
Damit haben wir jetzt die vier Karten schon gebastelt. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Wie gesagt, wir haben halt ganz viel mit dem Christmas Season gearbeitet und mit dem wirklich wunderschönen Set. Herzliche Grüße. Das finde ich wirklich ein Knaller. So schön. Okay, gut, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte, bitte schenkt mir einen Daumen hoch. Und wenn jemand Wünsche hat, was bei mir bestellen möchte oder bei mir ins Team kommen möchte, dann bitte riert euch bei mir. Meldet euch. Keine Sorge, ich bin ganz ein normaler Mensch. Manche haben Sorge, mich anzurufen, was ich total schräg finde. Und was ich noch viel schräger finde, manche meinen, sie dürfen sich nicht bei mir rühren, weil ich habe so viel zu tun. Ihr seid so lieb, Mädels. Natürlich habe ich viel zu tun, aber ich habe immer Zeit. Also ich nehme auch die Zeit gern für meine Kunden und für meine Mädels. Also bitte, bitte meldet euch. Freue mich immer sehr. Gut, schön, ihr Lieben. In dem Fall wünsche ich allen einen schönen Abend und eine gute Nacht und wir sehen uns wieder am Donnerstag zum nächsten Basteltreff. Alles, alles Liebe in die Runde und tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.